Gut. Im Gegensatz zu allem anderen, was im Moment passiert, aber egal. Ich bin schon fast gewillt, die Schule wieder aufzumachen. Machen wir das mal. In der Hoffnung, dass sich dann was tut. Es ist mildes Wetter und ihr friert wie die Säue. Das kann aber nicht wahr sein. Bei 7 Grad friert ihr. Ich will keine Kettles, verdammt. Geh weg. Ich will Chicken. Ich könnte hier noch so ein Teil hinmachen. Hm? Wie nee? Wieso nee? Also das ist klar, aber... So, geht doch. Ich weiß nicht, was er hat. Mit dem Feuerholz wird auch irgendwie nix. Warum auch immer. Was produzierst du so an Feuerholz? 323. Ich weiß nicht, ob es was bringt, einen weiteren. Wir versuchen es einfach mal. Ihr seid aber auch empfindlich, Leute. Der tut schon fleißig wieder produzieren hier an Essen. Oh Gott. Oh. Was zum Geier. Das wäre ein super Jagdgebiet hier. Hm, Essen. So. Ein bisschen was im Lager liegt, damit uns nicht gleich wieder alle verhungern. Ah, jetzt habe ich wieder 4 Leute, keine Werkzeuge mehr. Ich weiß, meine Nahrungsmittel sind knapp, aber irgendwie hätte ich gerade doch gerne Nomaden. Einfach damit ich sagen kann, okay, wir stellen noch ein paar Arbeiter ab, die aufs Feld gehen dann im nächsten Jahr. Weil das ist nämlich gerade echt wieder schlimm. Was produziert ihr denn hier so an Holz? Nicht wirklich viel. Dafür, dass ihr voll... Nee, seid gar nicht voll besetzt. Mhm. Sechs Leute ohne Werkzeug. Schüler haben wir 3. Erntet doch mal schneller ab. Was ist los mit euch? So weit wohnt ihr auch gar nicht weg. Das gibt's doch nicht. Hallo, wir haben schon Herbst. Ihr habt im Sommer angefangen zu ernten. Euch verreckt das ganze Zeug wieder auf dem Feld. Ich habe extra die Sachen so nah aneinander gebaut, wie es nur geht. Hier ist der Barn. Ja. Seht zu, wie euer Zeug verdorrt. Was heißt verdorrt? Er friert. Oh, Leute. Das sollte eigentlich funktionieren, wenn ihr effektiv arbeitet. Anscheinend tut ihr das nicht. Wie sieht es denn hier aus mit Häusern?
Ist nicht so der optimale Platz für ein Haus, aber naja. Ansonsten wäre der Platz sowieso leer. Was passt denn hier hinten noch hin? Nichts. Zu eng gebaut. War es dahin? So. 10 Leute ohne Werkzeug und das bei 2 Schmieden. Ich weiß, mir wird immer wieder gesagt, eine sollte eigentlich reichen, aber irgendwie kriegt einer ja nicht gebacken. Obwohl ihm nicht wirklich die Ressourcen fehlen. Oh Gott, auch noch einer am Trading Post. Sheeps. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Ich will keine Sheeps und ich will keine Kettles. Wirklich nicht. So, was mit dem Essen haben wir jetzt Gott sei Dank in den Griff gekriegt, anscheinend. Habe ich hier irgendwas, was ich als Bilder noch abstellen könnte? Dass die Häuser hier mal gemacht werden. Nicht wirklich. Doch, ich könnte den Trader mal rausnehmen. Ich habe in meinem Privatspielstand habe ich so viele Laborer. Es ist unfassbar, wie viele Laborer ich da habe. Und ich habe, keine Ahnung, jede Menge Essen auf Vorrat. Trotz allem. Und habe diese Feldergröße nur mit einem Farmer bewirtschaftet. Das will heute einfach wieder nicht. Das Spiel hasst mich. Es hasst mich einfach. Wenigstens sind sie jetzt glücklich, auch wenn sie nicht mehr ganz so gesund sind wie früher. Und das, obwohl sie sich nicht mal besaufen können, ja. Lass mir die mal mehr Eisen abbauen. Und das mit den Werkzeugen kommt einfach nicht in den Griff. Sechs von 11. Wie sieht denn die Production aus? Essen 80.000 produziert, fast 70.000 verbraucht, 8.000, 7.000. Gott, das wäre brutal. So, Late Summer. Auf, es wird geerntet. Komme, was wolle. Das Spiel stresst mich gerade. Students. Haben wir wieder ein paar drin? Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Die Kneipe ist zu, nicht die Schule. Population steigt. Und steigt. Oh, sie werden immer kränker. Weil wir nicht genügend Herbs haben. Production Herbs. 44 produziert, 34 verbraucht. Kein Grund rumzuweinen.
Wahrscheinlich liegen hier auch einfach noch eine Menge drin. Ja. Die kann man mal rausnehmen. So, keiner kann den Vendor replacen. Super. Von dem will ich nichts haben. Das mit dem Essen funktioniert, aber irgendwie alles andere nicht so wirklich. Woodcutter haben wir zwei. Woran scheitert es denn immer noch am Eisen? Besser so? Oh Mann, schon 31 Leute ohne Werkzeug. Das wird unser Untergang sein. Oh je, oh je, oh je. Wie sieht es denn eigentlich hier aus mit den Wohnungen? Wir müssen noch ein paar Häuser bauen. Ups, falsche Taste. So. Halbwegs wieder gerade. Alle am Frieren. Meine Güte. Und ich habe echt wenig Leute, ne? Ich habe ja nicht mal 100 Leute. Hab zwei Woodcutter, zwei Foresterhütten. Ich weiß nicht, was die treiben. Nomaden. Ja, essenstechnisch passt's ja. Obwohl, es sind 12 Stück. Wir nehmen sie mal. Late Spring. Ja, super. Ab in die Fischerhütten mit euch. Und ein paar in die Eisenminen. Nee. Hä? Waren das alles Kinder? Die Hälfte von denen müssen Kinder gewesen sein. Nein, noch mehr Mäuler, die ich durchfüttern muss, ohne dass sie was dafür tun. Na super. Da hab ich mir ja was eingebrockt hier. Dafür darf der das Feld hier schon mal abernten. Läuft gut hier? Läuft, naja, geht so. Killed by falling tree. Juhu. Jetzt macht sich die Ungebildetheit bemerkbar. Oh, jetzt ernte doch endlich ab. Bitte. Ey, der erntet eins ab und rennt dann wieder weg. Und dann? Was macht er dann? Macht irgendeine Scheiße. Wo rennst du lang? Was tust du?